When I received the calligraphy to hold, it was an enormous heat and an enormous love and a melting process, as Master Marilyn already said. And when I closed my eyes, it was just being in the universe. And when Master Shah did the blessings, it felt like he was creating a universal university where all the calligraphies join as one, as a huge book of creation, ready to be taught to Wan Ling. And I felt like melding with the universe. And I made a vow to serve the mission. I made a vow to serve the calligraphies. Thank you. Als ich die Kalligraphie in die Hand bekommen habe, ist mir erstmal unheimlich warm geworden. Und das Gleiche, was Master Marilyn auch gesagt hat, dass man mit dieser Kalligraphie und ihrer Botschaft wirklich verschmilzt. Und ich habe mich dann mit der Kalligraphie verbunden und habe einfach so von innen her mein Gelübde abgelegt, der Mission und auch den Kalligraphien zu dienen. Und als Master Shah dann die Kalligraphien beladen hat, war das, als ob er eine Universität im Universum erschafft, wo diese Kalligraphien als ein Buch des Lebens zusammengefasst werden oder ein Buch der Schöpfung, das ist vielleicht besser, wo die ganzen universellen Gesetze und Prinzipien erklärt werden für die ganze, für alle Seelen, für die ganze Existenz. Und ja, ich kann nur sagen, ich bin tief, tief ergriffen. Danke.